Ja, danke schön, danke schön. Danke schön. Ihr seid ja alle noch da. Wunderbar, wunderbar. Welch ein Vergnügen. Ja, Chapel Rampa Susan Lucu hieß das erste Stück. Es ist einem Kneiper gewidmet in Clusone. Clusone ist ein Ort in Norditalien mit einer ziemlich guten Vergangenheit, was in die freie Improvisation, den Jazz betrifft. Und zu dieser Zeit gehörte auch ein Kneiper namens Chapel. Und dieser Chapel hatte eine kleine Niederlassung oben in den Bergen, wo er immer den Berg hinauf ramparte, also hinaufstieg und den Musikern Köstlichkeiten aus den Bergen mitbrachte. Ihm war dieses Stück gewidmet. Das nächste Stück ist ein Stück, was uns eigentlich ein bisschen nachdenklich macht. Es ist Die Karawane. Und Die Karawane ist ein Stück, welches 1916 geschrieben wurde und eins der ersten dadaistischen Stücke ist und eigentlich die Sprachlosigkeit eines Schweizer Dadaisten bezeichnet, Sprachlosigkeit gegenüber den Geschehnissen des Ersten Weltkrieges. Und wir sind gleichermaßen sprachlos gegenüber den Geschehnissen in der Ukraine und haben die Sprachlosigkeit der damaligen Zeit, haben wir sozusagen in unsere Zeit hinüber transportiert. Und ja, die dadaistische Bewegung bediente sich ja einer Sprache, die uns in dem Sinne nicht mehr sehr verständlich erscheint, aber die Unsinnigkeit und die Sinnlosigkeit des Ganzen zum Ausdruck bringt. Ja, es ist ein Stück von Hugo Ball. Ja, von Hugo Ball, der ja einer der Begründer der Dadaisten war. Und es heißt schlicht und einfach Karawane. Horen. Eet ik ook ramen. Hiko, bloiko, rusula, huju. Holala, holaka. Holala! An logo boom, plago boom, plago boom. Batsu, fataka, Hey, Tata Gore, me shiki tsubana. Hey, Tata Gore, me shiki tsubana.
Ulubu, Subudu, Uluf, Subudu. Tumba, ma, umf, kuza gauma. Kakoranen, Hiko, Loiko, Kusula, Uyu, Holaka, Holala, Anlugubum, Blagubum, Blagubum, Bosu, Fatakan, Shampa, Mula, Musa, Olubo, Hey, Tatakore, Meshikitsubana, Ulubu, Subudu, Uluf, Subudu, Tumba, Ma, Umf, Kusa Kauma, Ma. Hey! Oh, one more time, one, two, three, hey! Ah, much better, much better. Ja, danke schön, danke schön. Danke schön. Der Applaus gilt dem wunderbaren Nonsens von Hugo Ball mit der Karawane, was ja letzten Endes auch die Sprachlosigkeit gegenüber den Geschehnissen des Ersten Weltkrieges und den Geschehnissen auch heute im Südosten unseres Deutschlands geschehen. Ja,
in dem Sinne ist Dadaismus sehr, sehr, sehr inhaltsreich. Juli Fanta Bambla, oh, Falli Bambla, Krasika, Mfbahabla, Hore, Mekika, Koramen, Higo Pleuko, Rusula, Huyu, Holaka, Holala, Anloko, Pung, Blago, Pung, Blago, Pung, Bosse, Fataka, Ü, Champa, Wulla, Wussa, Olobo, Hei, Tatakore, Mesike, Zubada, Wulubu, Subudu, Uluf, Subudu, Tumbaba, Umf, Kusagauma, Ba, und das nächste Stück ist ein Stück von Chris McGregor's Brotherhood of Breath, Do It in Kombination mit dem Night Poem. Das ist eine Band, Chris McGregor's Brotherhood of Breath, in den Ende der 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein. Dort versammelten sich zu Zeiten der Apartheid alle südafrikanischen Musiker, die sich nach Europa geflüchtet hatten, eben wie Dudu Bukwana, Mongezi Feza, Harry Miller, Louis Moholo, und viele von den Schwarzafrikanern, die in Frankreich und in England dann sich niedersettelten und eine wunderbare Band gründeten, nämlich The Brotherhood of Breath. Und aus dieser Musik, in dieser Stimmung spielen wir jetzt unser nächstes Stück, das heißt Do It in Kombination mit dem Night Poem. Okay. We'll be right back.
Dankeschön. Das nächste Stück ist aus den Ausgrabungen unserer Vergangenheit. Das heißt, ich habe ja mit dem Zentralquartett und mit dem Pianisten Uli Gumpert ja, wir haben einfach nach unseren Wurzeln gegraben und weil wir dachten, naja, Jazzmusik ist ja nun nicht unbedingt die Musik, wo wir nun direkt herkommen von unserer Vergangenheit her. Und wir haben gegraben, wo sind denn unsere Wurzeln? Da haben wir als erstes preußische Märsche gefunden. Dann thüringisch-sächsisches Liedgut. Und beim weiteren Graben sind wir dann auf mittelalterliches Liedgut gestoßen, was uns sozusagen von der Tradition her dann schon sehr nahe kam. Und aus diesen Suchaktionen von damals habe ich ein Stück in die Band eingebracht, das heißt Die dunkle Wolke. Und vielleicht dem einen oder der anderen im Publikum ist dieses alte Volkslied vielleicht noch irgendwie erinnerlich. Wir spielen eine uns gemäße Fassung des alten deutschen Volksliedes Die dunkle Wolke. Jetzt.
Dankeschön, Dankeschön. Wir hörten Lina Alemanno an der Trompete mit einem Solopart. Lina Alemanno an der Trompete. Neben ihr steht Nikolaus Neusser, ebenfalls Trompete. Zu den anderen komme ich dann später. Das große Spiel heißt das nächste Stück. Und mit dem nächsten Stück möchte ich eigentlich an einen alten Weggefährten von mir erinnern. Manche mögen ihn, manche hassen ihn, manche bleiben cool bei ihm. Er ist von uns gegangen, Peter Preutzmann. Peter Preutzmann ist einer von denen, die mich aus der ehemaligen DDR kommend sehr beeinflusst haben, nachdem ich erkannt habe, das Kopieren der Amerikaner macht keinen Sinn. Wenn mir die Amerikaner eines Tages mal selbst begegnen, und es ist passiert, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich einen wunderbaren amerikanischen Schlagzeuger kopiert, der spielte im Trio mit Stu Martin und Bar Phillips und hieß mit John Thurman und Bar Phillips und hieß Stu Martin. Und diesen Stu Martin konnte ich natürlich in der ehemaligen DDR kopieren, ohne dass es jemand gemerkt hat, dass das alles nicht auf meinem Mist gewachsen war. Und so bin ich denn von Küritz an der Knatter bis Neustadt an der Dosse rauf und runter gereist mit den Dingen, die ich mir bei Stu Martin geklaut hatte. Eines Tages, ich spielte damals in einem Trio mit Friedhelm Schönfeld und Klaus Koch und wir wurden eingeladen nach Prag, zum Prager Frühling und ich natürlich siegesbewusst mit meinem geklauten Zeug. Ich komme in die Luzerner Bar, nehme mir einen Programmzettel und ich erbleiche. Nach uns spielt das Original. Das Trio John Thurman, Bar Phillips und Stu Martin. Und wir sozusagen als Vorband. Und ich als blasse Kopie dieses wunderbaren Schlagzeuger. Und mir fiel nichts mehr ein. Ich räumte als erstes mal die zweite Basstrommel weg. Dann stellte ich meine Becken, die alle upright wie bei Stu Martin so standen, die ließ ich runter und stellte sie auf diese herkömmliche Form. Ich musste mein Schlagzeug vom Äußerlichen schon erstmal völlig umstellen und war es nicht mehr gewohnt, nicht wie Stu Martin zu spielen. Und das war ein grauenhafter Abend für mich, als ich nach Hause kam und dachte, so geht es nicht weiter. Ja, und dann war das eigentlich der Punkt für mich, wo ich anfing, mir selbst eigene Gedanken um das Schlagzeugspiel zu machen und nicht nur als Dieb durch die Welt der Jazzmusik zu reisen. Okay. Begab ich mich sozusagen in den europäischen Kontext und sehr bald stieß ich auf die beiden Musiker Peter Kowald und Peter Preutzmann. Und Peter Preutzmann ist vor wenigen Tagen gestorben und Peter Kowald ist schon länger im Bassistenhimmel. Und ich habe zwei
wunderbare Freunde und Lehrmeister in Europa verloren und stand plötzlich da und musste mir selbst eigene Gedanken machen. In dem Sinne möchte ich eigentlich das nächste Stück Peter Protzmann widmen, und es heißt auch Das große Spiel und ist eine Spielidee von unserem Gast aus Glasgow, Raymond MacDonald. Raymond MacDonald aus Glasgow. Er hat das Stück eingebracht, es heißt Das große Spiel. Und es ist ja wirklich ein großes Spiel mit dem Leben und dem Tod. Und deshalb erlaube ich mir, dieses Stück sozusagen Peter Protzmann hinterher zu rufen. Das große Spiel von Raymond MacDonald.
Thank you.
Jetzt danke schön erstmal für das wunderbare Intro-Solo von Robert Lucaccio. Robert Lucaccio am Kontrabass. Unser Dirigent Raymond McDonald. Raymond McDonald. Und ein Beifall all den wunderbaren Solisten, die hier aus dem Stegreif, aus der freien Situation, hier ist nichts aufgeschrieben, Leute. Wir machen das jetzt unmittelbar vor euch. Ihr seid in der Küche, wo Musik entsteht. Wir kochen hier etwas für euch zusammen. Jetzt hören wir einen Beitrag von Uli Gumbert. Uli, nimm es nicht zu langsam, dass es nicht stehen bleibt. Ein Satz aus Ulis wunderbarer Jubilee Suite, der zweite Satz der Jubilee Suite von Ulrich Gumbert. Thank you.
Thank you.
Gethsemane. Ja, das war Samba Pastoron. Samba Pastoron, ja, es war schon eine recht wilde Samba. Ich habe diese Spielidee eingebracht. Der alte Friatzer und Samba, das geht ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber die Jungs haben es wunderbar gemacht. Also, wen hatten wir denn alle? Da hatten wir ja, den Gebhard Ullmann da draußen. Gebhard Ullmann, Bassklarinette und Tenorsaxophon. Hier drüben neben mir haben wir Gerhard Klössel an der Posaune. Gerhard Klössel, Posaune. Daneben noch eine Posaunistin, Angelux an der Posaune. Ja, und raten Sie mal, wer hier hinter allem steht und nicht zu sehen ist, aber ein wunderbares Intro-Solo vorhin gespielt hat bei dem Stück Das große Spiel. Robert Lucaccio am Bass, Robert Lucaccio am Kontrabass. So, dann hebe ich mir noch ein paar auf für das nächste Stück, für die nächste Ansage. Jetzt spielen wir, jetzt kommen wir auch schon fast dem Ende entgegen. Oh, ja, ja, ist ganz schön warm hier drin, ne? Ja, ja. Nicht gewollt und doch gespielt heißt das letzte Stück im Programm. Das ist wieder eine Spielidee von mir. Die sagen, wir spielen es doch, obwohl es nicht gewollt ist. Naja, okay. Thank you.
Gerhard Schlössl mit Posaune. Bitte? Silke Ebert, die darf natürlich an Saxophon. Und Anna, neben ihr, Anna Kaluzer, Saxophon, Alt-Saxophon. Anna Kaluzer. Hab ich alle? Frank Kratkowski, den habe ich noch, Frau Frank Kratkowski. Ach, es geht hier so durcheinander, wunderbar. Die Band ist wunderbar. Ach, Matthias Schubert, den habe ich auch noch vergessen. Matthias Schubert, ist denn das die Möglichkeit? Ist das die Möglichkeit? Mein Gott. Matthias Schubert, der bläst sich hier die Lunge aus dem Hals und wird nicht erwähnt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Die Band, Ulrich Gumbert, Gebhard Ullmann, Matthias Schubert, Frank Kratkowski. Anna Kaluzer. Und mir geht der Atem aus. Und Silke Eberhardt. Und Graham McKenzie hätte ich bald gesagt. Nein. Graham McDonald. McDonald aus Glasgow. Graham McDonald aus Glasgow. Raymond, ja, manchmal Raymond, manchmal Graham, ja. Ja, die da oben, die haben sowieso alle mehrere Namen, die haben Geheimnamen und dann haben sie ihren richtigen bürgerlichen Namen. Jetzt kommen noch ein paar, die ich alle schon mal genannt habe. Gerhard Schlössl von der Seite, Anna Kaluzer. Nikolaus Neusser und die Lina, wieso sagst du mir denn was vor? Hast du gedacht, ich kann mir ihren Vornamen nicht merken? So, die Band und ich, der Trommler Günther Baby Sommer. So. Danke. Ja. Und da hinten an der anderen Seite ist ein alter Weggefährte von mir am Klavier, Ulrich Gumbert. Ulrich Gumbert und ich, wir streiten uns immer, ob wir in der Musik einen Schritt vorwärts oder zwei zurückgehen sollten. Weil wir haben es oftmals mit jungen Leuten zu tun, die wir nicht mehr verstehen. Aber wir geben uns Mühe und manchmal gewinnen wir sogar die jungen Leute dazu, die alte Musik zu spielen. Und das ist heute passiert. Dafür einen wunderbaren Applaus. Die Band. Ja. Haben wir denn noch Zeit, einen kleinen Abschlusshymnus zu spielen? Haben wir noch Zeit für einen kleinen Abschlusshymnus? Dann spielen wir sechsmal die Durchgänge vom Hymnus. Ja, okay, danke. Der Hymnus, ein Stück von mir zum Abschluss, ja. Thank you.
Baby! Baby Summer, Brotherhood and Sisterhood. Ja, die Alten können es immer noch mehr. Dankeschön. Ja.